So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laptop Tycoon. Ja, die letzte Folge ist ja schon ein bisschen her. Ich weiß wohl, dass wir einen richtig schlechten Laptop hatten und jetzt verlieren wir sogar schon wieder Fans. Wie viel Geld haben wir denn noch? 124 Millionen. Musik ist ganz leise. Ich hoffe, ich kann die nicht noch leiser machen. So. Und ich habe Dankeschön für eure zahlreichen Kommentare. Also, einer hat mir schöne Kommentare geschrieben unter dem noch Handy, unter der noch Handy-Version, dass ich ein bisschen mehr in Design stecken soll. Da hat er eigentlich nicht ganz Unrecht. Naja, wir gucken erstmal Büro-Upgrade. Nein, Nachrichten. Gibt es da was Neues? Nee. Wir brauchen einen neuen Laptop. Huch. Oder warte mal, meine Laptops, das waren meine letzte. 2002, welches Datum haben wir denn? 18.07.21. Das war unser letzter. 8 hatte der. Verkaufte Einheiten 85.000. Der GFZ Gaming G2 Ultra. Das ist der Workbook. Workbook Ultra machen wir. Oder machen wir mal GFZ G3. Nehmen wir dann jetzt. Ach, warte mal, jetzt habe ich nicht geguckt, was da drin war. Kann ich nicht gucken, was da drin ist? Doch. 8 GB RAM, 3 Kerne. Das ist unser eigener Prozessor drin. Bildschirmrate 120 Hz. Na, ich glaube, müssen wir ein bisschen forschen wieder. Wir haben nur 9 Forschungspunkte. Ups. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal einen neuen Prozessor. Kann ich auch meine Prozessoren nachgucken? Ich will keinen neuen machen. Ich will wissen, was für welche ich habe. War dafür einer drin, der G5 4430. Ja, i5. Okay, dann machen wir jetzt ein i5 6500. Er müsste eigentlich noch ein bisschen mehr haben. Also ein G5. Den G5 6500. Prozessorreihe G5. Der GFZ. Der GFZ G5 war das, glaube ich. GFZ G5. 6500. Genau. Nennen wir den einfach mal so. Wie viele Kerne soll er denn haben? Das sind 4 Kerne. Er muss 8 Kerne haben. 64-Bit. 1,6 hier. Genau. Schrift. Ja, würde ich sagen. Ja, so. Ja, so. Immer sagen so rot, ein bisschen groß, ne? Huch. So, würde ich sagen. 117. Zur Serie hinzufügen. Item 1, Item. Item 12. Keine Ahnung. Gibt keine Serie. Geschäftene Geschäftslizenz und bitte. Bitte einmal was Neues machen hier. Zeit vergeht echt ganz schön schnell. Minus Tau? Was? Was? Ich habe fast alle meine Fans verloren. Warum? Das muss mir jetzt mal jemand erklären. Wieder monatliche Kosten.
Das ist aber auch relativ billig. Warum ist der so billig? Dann machen wir nur einen Laptop. Das GFZ Gaming G3. So, Laptop-Höhe. Ja. Ja, der muss schön dünn sein. Bildschirm. Ja, Tastatur kann ruhig auch ein bisschen breiter sein. Ja. Kameraposition. Eine Kamera gehört, finde ich, immer in die Mitte. Der Anschluss zum Öffnen kann ruhig auch ein bisschen breiter sein. Huch. Oh ja. Desto größer, desto besser, desto mehr kann man anfassen. Ja, der muss gar nicht so große Ecken haben. Nee. Ich finde, desto flacher, desto besser. Haben wir noch alles? Hier müssen wir diese neuen Bildschirme erforschen. Farbe. Das wird mal wieder ein schöner schwarzer. Komplett schwarzer Notebook. Logo kommt natürlich drauf. Immer so eine Frage: Kann man hier eigentlich auch eigene Logos einfügen? Ich weiß das gar nicht. Achso, man kann hier noch mehr machen. Fingerabdruck. Ja, ich würde sagen, da unten passt es ganz gut. Das sieht sein. Oh ja. Oh ja, oder? Jo, warum nicht? Ich finde, das sieht geil aus. Ah. Tastaturblöcke. Also. Das muss ein Muss. Touchpad. Nee, haben wir noch alles nicht. So, jetzt kommen, glaube ich, die wichtigen Sachen. Ja. Nehmen wir das hier. Bildschirm. So muss ich hier. Ja. Ja, Full HD. Oh, guck, da guckt ja mal den Unterschied zwischen den und dem an. 120 Hz. ROM, SSD. Ja, würde ich sagen, die Karte. Kommt Windows drauf. Wir haben noch kein eigenes Betriebssystem. Und natürlich Stereo. Haben wir hier? Nee. Yamaha. Nein. 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 Pioneer. Nein. Alle so scheiße. Wir nehmen mal die, die sehen ganz gut aus. Nachladung, Verpackung, perfekt. Packungsfarbe. Boah, ich finde ganz weiße Dinge mal ganz schön. Also. Ja, ich würde sagen. Erstmal nicht so teuer. 1020. Das ist doch ein guter Preis. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder so ein. Irgendein. Wie ein Rating, das komplett kacke ist. Ich sehe es doch kommen. Ich sehe es doch jetzt schon wieder kommen.
Guck mal, es kriegen wir schon wieder Fans, sagst du. Oh. Da muss ich auch mal dran denken, dass ich hier auch mal draufklicke. Na. Und wir brauchen mal ein größeres Büro. Achso, nee, wir brauchen mehr Mitarbeiter hier, sehe ich gerade. Wir können hier noch 2 Mitarbeiter einstellen. Das machen wir mal gleich, wenn wir hier fertig sind. Noch 2 Mitarbeiter einstellen, dann müssen wir bald mal nach einem größeren Büro Ausschau halten. Neuer Rekord. Ja. Machen wir 87.000 und ne. Machen wir mal eine Präsentation. Full HD. Oh, die habe ich vergessen. Scheiße. Die Batterie habe ich vergessen. Okay. Immerhin eine 7. Sehr gut. Dann gucken wir gleich mal in die Forschung rein. Merkmale, ja. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde sowas immer sehr wichtig. Ich würde sagen, ich update erstmal das. So, wir brauchen noch 2 Mitarbeiter, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Haben wir denn hier 3 Jahre Erfahrung? Oh. Teamdesign. Teamtechnologie, der hat viel. Hongkong. 400 Jahre Rating 8. Team würde ich sagen, den nehmen wir mal. 1. Wir dürfen nichts schlechter machen. Wir brauchen was, was beides verbessert. Hallo. Oh ja, hier. Rating 5. Ein Jahr Erfahrung. 4000 Euro. Boah, ist das teuer. Die haben wir schon. Haben wir auch schon. Wir müssen mal gucken, ob wir ein Design finden. Na gut, Design ist aber generell schon so gut. Wir stellen mal den noch ein. Ja, ich glaube, ein größeres Büro brauchen wir noch nicht. Batterie, Level 50 bin ich da gerade. Oh, hier. Micro-SD, das machen wir auch mal. Wir machen gut Gewinn hier.
mal, immer mehr Kopien werden verkauft. Popularität. 10%. T. 116.000, wurde 114.000 auf verkauft. Sehr gut. So Leute, ich würde sagen, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like, damit es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.